Für mich? Oh, danke schön.
aber auf jeden Fall. Guck noch mal, eine totale. Und machen noch einmal kurz den Song an und ihr schumpelt noch mal kurz den Song links und rechts mit mir nach. So, und jetzt kriegen wir vielleicht mal diesen Schunkelmodus hin, mal kurz. Wir sagen es der Bernadette nicht, aber mal mit dem Bier kleckern. Wir schunkeln so heftig, dass wir mit dem Bier kleckern. Mein Handy! Die sind auf Wasser, die ich heute. Der Bernadette ist es gerade egal. Fertig? Ja, danke. Super, es war's. Dankeschön. Können wir nochmal klatschen hier? Herzlich willkommen in Krümelstadel. Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und habt Bock zu feiern. Das klingt ja schon mal drübersprechen. Zicke, zacke, zicke, zacke. Jawohl, so können wir starten. Also, ich habe euch meinen ersten Song mitgebracht. Wir wollen feiern.
Die Kontrahenten vor in der blauen Ecke mit 63 Kilogramm, 31 Jahre ist sie alt, Helena Tosnerova. Und in der roten Ecke die amtierende Miss Schleswig-Holstein, jetzt auf dem Weg ins Profi-Boxgeschäft. Ihr erster offizieller Kampf mit 26 Jahren und 62 Kilogramm, Alicia Melina Kummer. Und dann sage ich mal an dieser Stelle viel Spaß beim Kampf und ringfrei für die Runde 1. Ringfrei zur Runde 1. Ach du Schreck, was ist denn da los? Das war's leider schon wieder. Siegerin durch Abbruch aus der Rosenecke, Lisa Melina Kummer. Aber das hat keine Beeinträchtigung jetzt auf dein Glücksgefühl, das heißt, du bist happy, du bist gut drauf, du bist, hast, ja, der Abend ist gerettet, du hast gewonnen, das war das Ziel, alles andere zählt nicht und jetzt geht's schon weiter, eine Vorbereitung für den nächsten Kampf oder wie sieht's jetzt aus? Auf jeden Fall, ja, also ich freue mich auf den Boxen, auf den nächsten Kampf und wir werden das alle kurz auf jeden Fall verfolgen. Okay, und alles kann man verfolgen auf deiner Homepage oder natürlich auch bei Facebook, oder? Bei Facebook auch natürlich unter deinem Namen. Da ist entsprechend dann immer die Ankündigung und dann werden wir noch viel Spaß mit dir haben. Trainier weiter fleißig hart und dann wird das was. Und ja, dann sehen wir uns nach dem Gewinn des WM-Titels spätestens wieder. Genau, richtig. Alles Gute. Dankeschön.